Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kanal Wissen 100, auf dem wir euch alltägliche Fragen in rund 100 Sekunden erklären möchten. In der Serie der 50 wichtigsten Persönlichkeiten nach Michael H. Hart geht es heute um seine Nummer 2, Isaac Newton. Isaac Newton war ein herausragender englischer Physiker, Mathematiker und Astronom, der im 17. Jahrhundert lebte. Er gilt als einer der größten Wissenschaftler aller Zeiten und hat die Grundlagen der modernen Physik gelegt. Newton wurde am 25. Dezember 1642 in Woolsthorpe, Lincolnshire, geboren. Seine Arbeit revolutionierte das Verständnis der Naturgesetze und prägte die Entwicklung der Physik nachhaltig. Sein berühmtestes Werk ist das Gravitationsgesetz, das die Bewegung von Objekten im Universum beschreibt. Dieses Gesetz war eine wegweisende Entdeckung, die das Fundament für die Himmelsmechanik bildete. Darüber hinaus leistete Newton wichtige Beiträge zur Mathematik. Er entwickelte die Differential- und Integralrechnung, eine grundlegende mathematische Methode, die in vielen wissenschaftlichen Bereichen angewendet wird. Newtons Arbeiten zur Optik, insbesondere seine Experimente mit Licht und seine Entdeckung der Farbzerlegung, trugen ebenfalls zur Weiterentwicklung der Physik bei. Newton war ein äußerst engagierter Wissenschaftler, der stets nach Wahrheit und Erkenntnis strebte. Er war Professor für Mathematik an der Universität Cambridge und Präsident der Royal Society. Seine akribische Arbeitsweise und sein unermüdlicher Forschungsdrang haben viele nachfolgende Generationen von Wissenschaftlern inspiriert. Seinen Lebensabend verbrachte Newton in Kensington, wo er am 31. März 1727 verstarb. Und wie gewohnt unser Funfact zum Schluss. Während einer Ausbreitung der Pest im Jahr 1665 zog sich Newton in sein Heimatdorf zurück. In dieser Zeit, die auch als Annus Mirabilis, das Wunderjahr, bekannt ist, machte er riesige wissenschaftliche Fortschritte. Er entwickelte seine Theorien zur Differential- und Integralrechnung, erforschte das Gravitationsgesetz und untersuchte das Phänomen der Farbzerlegung des Lichts. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen hoch hier oder schreibt uns in die Kommentare, welche Themen euch für ein 100-Sekunden-Video interessieren würden.